So, meine lieben Freunde, mein Name ist J6, All in the Mix. Was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind gerade hier am Sicherheitscheck vorbei. Wir gehen jetzt hier zu der Fanmeile am Brandenburger Tor. Heute das Eröffnungsspiel. Was heißt Eröffnungsspiel? Die haben schon vorher 15, 18 Uhr schon gespielt. Kroatien und Co. Jetzt als letztes Spiel, als Highlight, Deutschland gegen Schottland. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir schauen uns das Ganze mal an. Nebenbei mal auch mal mit Leuten quatschen. Ihr seht, sehr viele Leute gehen jetzt auch gerade dahin. Noch eine Stunde, eineinhalb Stunden. Dann geht es ja auch los. 21 Uhr beginnt das Spiel. Und 21 Uhr direkt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sicherheitsstufe rot, Alarmstufe rot. Überall abgesperrt. Seht ihr, da kommt wirklich keiner ran. Ganz kurz, meine Linse ist gerade ein bisschen dreckig. Jetzt aber, ja. Es ist alles abgesichert. Es kommt angeblich keiner mehr rein. Ihr seht 150 Meter mindestens abgesperrt auf jeder Seite. Ja, auf allen Höhen, sodass hier keine komischen Leute reinkommen. Damit, sodass hier keine 20 Afghaner mit Messern kommen, reingehen. Weißt du, was ich meine? Ich habe da schon Witze gemacht am Einlass und habe gefragt, ob schon die Jungs drin sind mit Messern. Die meinen, nee, noch nicht. Bis jetzt haben wir noch keinen erwischt. Ja, ist natürlich alles gesichert. Die Fanmeile ist ultrasicher, bombensicher, ja, wurde uns gesagt. Schauen wir mal, wie die 90 Minuten, wie wir sie überstehen. Ich bin übrigens die ganzen 90 Minuten hier, während das Spiel läuft. Ich hoffe, alles bleibt friedlich, weil ich bin nämlich dann mittendrin und kann nirgendwo weg. Ja? Ich bin schnell, ich habe Füße, man kann über Zäune springen, aber guck mal hier. Hier gibt es auch sehr viele Zivile. Und schaut mal hier, die Abgrenzungen sind alle da, ne? An jeder Ecke. Wir kommen der Fanmeile näher und ich dachte mir, ich mache mal einen One-Take hier mit euch. Ein paar Buden, die schon zu sind, brasilianisch, afrikanisch, was auch immer. Aber vorne gibt es noch was zu essen. Da könnte ich auch nochmal eigentlich Essenstest-Videos machen. Wie schmeckt es eigentlich an der Fanmeile in Berlin, Brandenburger Tor? Müssen wir mal schauen, was wir da finden. Vorne die Bildschirme, ein bisschen Werbung. Das ist die größte Fanmeile Deutschlands, habe ich gehört. Ne? Am Brandenburger Tor, das Ding. Mit mehreren größeren Bildschirmen. Ihr seht hier gerade auch Leute rübergesprungen. Ihr seht, was da abgeht. Das ist Sicherheit. Ja? Die Leute haben keinen Bock, drumherum zu laufen. Ihr seht, wie schnell die Jungs drüben sind. Ne? Dasselbe kann ja auch mit den Jungs passieren. Habt ihr gesehen, wie die rüberklettern? Und das machen gefühlt jeder Zweite hier, Alter. Ja? Jeder Fünfte. Ja. Also, so 100%ige Sicherheit wird es niemals geben. Aber ich hoffe, die Polizisten haben alles im Blick und können das so ein bisschen im Blickfeld haben und darauf achten, dass hier nichts passiert. Ja. Und ihr seht ja, was geht, Jungs, ja? Seid ihr gerade rübergeklettert, wa? Ja, normal. Stark, Bruder. Ihr beweist, dass es keine 100%ige Sicherheit geben kann. Ja, besser so. Ja, also besser so. Ja, so, wenn 20 Afghaner mit Messern kommen, scheiß drauf. Ja, gut. Ja. Scheiße, Alter. Nee, ihr seht's ja, ne? So viel Sicherheit ist es dann doch nicht. Aber vorne natürlich überall Polizei und die Securities tun ja auch, was sie können, weißt du? Wenn du dann irgendwo von einem Eurojob irgendwo hier stehen musst, ist doch normal so, weißt du? Was willst du da großartig kontrollieren? Die gucken nur ganz kurz in die Tasche, tasten dich kurz ab, das war's. Dann darfst du auch wieder rein. Ja gut. Hier müsste eigentlich das Militär stehen, meiner Meinung nach. Ja gut, so ist das eben. Wie gesagt, hoffentlich überleben wir die 90 Minuten. Ich habe mich jetzt hierher begeben, scheiß drauf. Ich nehme an, es passiert nichts, es ist gesichert. Ja. Und hoffentlich. Ja. Nichts wird passieren. Guck mal, hier ein paar Kroaten aus der Ecke. Angesoffen, ja. Ja. Ob sie gewonnen haben oder verloren, weiß ich gar nicht mehr. Will sie auch gar nicht fragen. So. Falls sie verloren haben, habe ich ja jetzt keinen Bock in die Fresse zu kriegen, dumme Fragen zu stellen. Ihr seht es gerade, Fanmeile Berlin. Ein paar Sirenen im Hintergrund, was auch immer da los ist. Mehrere Absperrungen vorne auch. Ja, so ein bisschen Checkpoints, so ein paar Checkpoints an den Seiten. Da vorne ist wahrscheinlich nochmal Einlass, weiß ich nicht. Müssen wir auch schauen. Also, es ist sicher. Es ist sicher, aber keine 100%. Gleich so, wie es ist. 100% gibt es nirgendwo. Nur im Puff gibt es 100%. Ja? Da ist es sicher, dass du knallen gehst für 50 Euro. Ja,
Spaß beiseite. Ja. Ja, ich bin wie gesagt etwas früher da, 1,5 Stunden zu früh. Aber wir fressen uns gleich mal durch bei den ganzen teuren Fressbuden und schauen uns an das ganze Spiel. Wie gesagt, meine Prognose 2-0 glatt für Deutschland. Safe, safe, 2-0. Ah, hier guck mal, Security und Polizei an den Seiten. Polizei auch hier. Ein einziger. Leute springen rüber. Da noch mal ein Anlass an der Seite. Ich bin jetzt von ganz hinten gekommen. Die goldene Frau. Wie nennt man die? Die Goldelse. Und ja. Ihr seht drumherum, zeige ich euch so ein bisschen, was hier los ist. Das ist ja das Wichtigste. Nicht nur das Spiel, sondern das, was hier passiert, ist wichtig, euch zu zeigen. Ja, ja, so ist das hier. Den härtesten Job haben natürlich wieder die Kollegen. Sanitäter und Co. Schauen wir mal. Essen. Schon übelst teuer hier, oder? Schauen wir mal heute. Was geht, Bro? Grüß dich, alles gut? Bleibt ihr nicht zum Spiel? Kein Bock mehr? Seid ihr Kroaten? Aserben. Was habt ihr geschaut heute? War Musik ein bisschen. Achso, so ein bisschen chillen, ja? Sagst du, wenn 90 Minuten anfangen, wirst du nicht hier sein, sagst du? Oh. Ja. Ja. Hast keinen Bock auf 20 Afghaner mit Messer? Ja. Geil. Ja. Ich mach Spaß, mein Lieber. Aber Alarmstufe rot, ne? Ja, ich bin auch zum Arbeiten. Ich spiel gucken, aber auch filmen, Geld verdienen und nach Hause gehen. Ja. Guck mal, der Kollege hier. Ja? Die sind schon alle besoffen, obwohl es noch nicht begonnen hat. Ne? Ja, das ist normal, weißt du? Ja, das ist. Ja, in 1,5 Stunden sind die schon 10-mal verheiratet, 11-mal geschieden. Heftig. Ich wünsche dir schönen Abend. Ja? Ciao, mach's gut. Yay. So läuft das hier, liebe Freunde. Was geht bei dem hier auf den Knien, Alter? Starker Typ. Bei ihm läuft richtig. Geiler Typ. Ja, geil. Fanmale, Full House. Der Kollege, Alter. Es wird auf jeden Fall immer voller. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo mal noch ein Handy laden könnte. Ne? Das wäre auch mal für mich sehr wichtig, wenn der Akku leer ist. Wir haben ja noch 1,5 Stunden bis ins Spiel. Dauert noch ein bisschen. Ja. Vielleicht besaufe ich mich nochmal auf die Schnelle. Wer weiß. Ja. Naja. Ist 100% sicher hier, glaube ich. Sieht sicher aus. Was geht ab, Bro? Geht uns, alles okay? Ich sehe 1000 Leute am Tag, aber ich kenne dich noch. Ja. Kennst du mich noch mit den Mädchen und den Bananen? Kann sein, ja, kann sein. Was macht die Jungs? Spiel gucken? Ah ja, okay. Wir haben dich schon von da hinten gesehen. Ich meine, das ist nichts. Wie war die Kontrolle? War Lash, was? Ja, die haben nicht gemacht. Die haben nur kurz geschaut, ne? Ja, die haben ein bisschen. Ja. Was denkst du, das Frieden? Nee, ist für YouTube. Was denkst du, wird friedlich verlaufen? 90 Minuten überleben wir, oder? Ja, bleibt ja. Jetzt das ganze Spiel hier? Ja. Ja? Ich glaube, das wird so ein. Ich bin dir ehrlich, ich bin nur für den Hype hier. Ich hab nichts mehr vor. Ich mache auch nur Videos, ein bisschen Geld bei dir Haus wieder ab. Ja. Habt ihr Bock auf 20 Afghaner mit Messern? Nein. Wir sind Afghaner. Ja, da ja. Komm, da sieht es ab. Ja. Jungs, ich wünsche euch viel Spaß. Dankeschön. Passt auf euch auf, was ist eure Prognose? Wer gewinnt? 4-4. Bruder, du hast heute richtig schön Tore gegessen, ja? Ich sag auch 4-4. 4-4? Ich sag 2-0 für Deutschland. 2-0 für Deutschland. Schottland ist. Aber die Fans sind krass. Hauptsache, hier passiert nichts, dann bin ich zufrieden. Ja. Wenn wir das überleben, Jungs. Ich hoffe, kein Afghaner wird jetzt irgendwie wieder Faxen machen. Ja. Was geht, ja? Pass auf mich auf, ja? Ciao, ciao. Die Jungs, Alter. Die Jungs. Die waren jetzt etwas jünger, aber selbst sie könnten jetzt darauf angesetzt sein, ja? Also man weiß es nicht. So weiter ran, ist ein bisschen komisch. Ich meine nur, sollte hier was losgehen, wo willst du hinrennen, Alter? Zäune geht eigentlich easy, kannst schnell rüberklettern. Ja, es geht eigentlich. Aber ich würde mich nicht weiter vorne reinstellen, auf gar keinen Fall. Wir bleiben jetzt hier. Wir müssen gucken, vielleicht gehen wir mal kurz was essen, wie gesagt. Ziehen uns das Spiel rein, 90 Minuten, hoffentlich überleben wir die 90 Minuten. Und dann, ja, geht's nach Hause. Noch ein paar TikToks werden nicht schlecht. Weil alles, was ich von hier aus bringen werde, wird viral gehen, safe. Deswegen bin ich eigentlich nur hier. Ich opfer und riskiere mein Leben jetzt eigentlich gerade hier. Ja? Naja. So sieht das hier aus.
Ich würde sagen, das war es erstmal meinerseits. Ja? Danke euch fürs Zugucken. Das war das erste Video. Ja? Ich werde natürlich die ganzen Emotionen mit reinpacken, mit reinnehmen. Wer auch immer hier gewinnen wird, werde ich euch hinterher nochmal zeigen. Mein Name ist J6, bis zum nächsten Video. Peace. Haut rein. Besoffene deutsche Mitbürger, das wollen wir sehen. Die Hölle los hier, Freunde, die Hölle.